Namaste, Haribol. Hallo, ich bin ein Hare Krishna Mönch und bin auf Durchreise nach Wien und habe von eurer Mahnwache gehört, was sehr begeistert und wollte euch mal alle kennenlernen. Und man hat mich gebeten zu sprechen. Die Essenz der Veden, wir leben nach den vedischen Schriften. Die Veden sind eigentlich der Ursprung von allen Yoga, von allen Meditationen, von vielen Sachen, die wir heutzutage kennen und sehr gang und gäbe sind. Und laut den Veden ist Frieden ein Zustand der Normalität. Unfrieden ist ein Zustand, wo wir eigentlich auf der Ebene des Ego handeln. Frieden bedeutet, normal die Seele zu sein. Wir denken, wir sind dieser Körper. Und dadurch gehen wir unseren Bedürfnissen des Körpers nachdenken. Ich musste was Schönes riechen, was Schönes schmecken, was Schönes hören, was Schönes anfassen. Und dadurch machen wir unsere Freude eigentlich von Äußerlichkeiten abhängig. Obwohl die Freude eigentlich in uns schon drinnen ist. Niemand kann uns diese Freude nehmen, die wir schon haben. Aber weil wir denken, das ist ein Österreicher, Deutsche, groß, klein, männlich, weiblich, differenzieren wir uns und engen unsere Freude in gewisse Kategorien ein und sagen, ich bin glücklich, wenn ich das und das habe. Aber das ist total irrelevant. Wieso bist du nicht hier und jetzt schon glücklich? Keiner hält dich davon ab. So die Veden lehren uns, Zufriedenheit zu erfahren, Frieden zu erfahren in einem ewigen Zustand, wo uns keiner rausnehmen kann aus diesem Zustand, wo wir unerschütterlich sind, das heißt Nishtam. Diese Welt, wenn wir unsere Freude abhängig machen von dieser Welt, werden wir nicht Freude erfahren, denn diese Welt ist vergänglich. Die ist Sukha Dukham Lokam. Das ist eine Welt voll Zeitweiligkeit. Alle Freude, die wir erfahren in Beziehung dieser Welt, wird wieder kommen und wieder gehen. So, wenn wir die Freude in unserem Herzen tragen, indem wir wieder versuchen, normal Seele zu sein, werden wir Frieden erlangen. Und durch inneren Frieden können wir der ganzen Menschheit Frieden bringen. Wenn wir selbst nach reinem Ideal leben, wenn wir rein sind und nicht egoistisch versuchen, unsere Sinne zu befriedigen und dadurch andere ausnutzen, andere Lebewesen, andere Güter dieser Welt, werden wir ein friedvolles Lebewesen sein und ein friedvolles Mitglied in dieser ganzen Gesellschaft. Wenn wir Mitglieder sind an dieser Gesellschaft als Seelen und nicht als Österreicher, die so und so alt sind, sondern als ganz normale Seele handeln, werden wir ein Medium sein für unsere Umgebung, für Frieden und Erfüllung, ein Medium sein, den Leuten Freude zu geben, denn wir werden lernen, selbstlos zu handeln. Das bedeutet Meditation. Meditation bedeutet zu denken und zu verstehen, dass wir eigentlich eine Seele sind und all unsere Mitmenschen genauso gleiche Seelen sind, ob es eine Tiere, ob es ein Tier ist, ob es eine Pflanze ist oder ob es ein Baum ist. Jeder unser von uns hier ist eine Seele und wir haben alle das gleiche Anrecht auf Freude. Und wenn wir das allein verstehen, können wir Freude erfahren, Friede erfahren in unserem Herzen. Und das ist eigentlich das, was wir alle wollen. Denn jedes Lebewesen sucht nach Freude, das heißt in den Veden Ananda Mayobhya Sat. Wir suchen alle nach Freude. Und wenn wir verstehen, dass unsere Freude nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Sachen, wenn wir dieses Vertrauen haben, werden wir ständig Freude im Inneren suchen und somit jeden auch freudig machen können. So lass uns versuchen, diese Freude, die wir eigentlich schon in uns tragen, zu erwecken und auch in anderen Leuten zu erwecken. Deswegen bin ich hier und versuche auch das an euch zu erzählen, dass eigentlich wir mögen noch so viel versuchen zu verändern. Wir sind auch gut dabei, das finde ich sehr schön. Lass uns bei uns anfangen und somit auch die Welt noch mehr verändern, aber auf eine reine Art und Weise, ohne unsere egoistischen Pläne, unsere egoistischen Bedürfnisse im Vordergrund zu stellen. Und so werden wir wirklich zum wirklichen Wohl der gesamten Menschheit handeln können. Hare Krishna.